War das nicht ein Hammer-Song? Danke, liebe Band. Ein Applaus ist das doch nochmal wert, oder? Hammer. So cool. Die üben wirklich jede Woche einen Song ein, den sie nur einmal hier vortragen. Ich finde das unglaublich. Eigentlich könnte man sich jetzt auch alles klemmen, was jetzt noch kommt. Ne? Das Wichtigste haben wir doch gehört. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Jesus, und das wollen wir heute in der Bibel noch einmal lesen, dass das die Wahrheit ist. Und Jesus, wir wollen es auch erleben. Ich will es erleben, wie sehr du mich liebst, Jesus. Danke, dass du das verheißen hast, dass du dich erleben lassen wirst, heute an diesem Tag. Danke. Ja, wir sind in unserer Serie, wo es um Beziehungen geht. Beziehung ist das, glaube ich, dass die meisten das sagen, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Wichtiger als mein Haus, mein Auto, mein Boot sind doch Menschen, Freunde, Familie, Leute, die einen lieben, die ich zurücklieben kann. Und das ist heute wieder mal unser Thema. Und ich glaube, wir wünschen uns, dass möglichst die Beziehungen bei uns so richtig, richtig gut werden, oder? Wer träumt dann nicht von, dass, wenn du morgen ins Büro gehst, eine Hammer-Atmosphäre auf dich wartet von Menschen? Wer wünscht sich das nicht heute Nachmittag, wenn du mitkommst auf den Hof bei unserem Ausflug, dass du Menschen dort triffst, mit denen es richtig, richtig nett ist und schön ist? Und wer wünscht sich das nicht, wenn du von Familie träumst, irgendwann mal jemanden heiraten oder so, dass das richtig harmonisch ist und dass es einfach läuft, oder? Und ich habe den kurzen Videoclip mitgebracht, so wo sich eigentlich jeder träumt, dass es so ähnlich wäre. Schau mal rein. Ja, das wäre doch was, oder? So oder ähnlich. Mann, 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 ja langweilig, ja, aber wäre doch zumindest nett, oder? Ja, ich glaube, du kennst auch Beziehungen, wo es nicht immer so perfekt läuft wie bei dem perfekten Mike. Und ich habe eine Statistik dir mitgebracht. Es gibt wirklich Gründe, warum man sich streiten kann, wo du denkst, wenn du die hörst, das kann doch nicht wahr sein. Aber das hat man wirklich herausgefunden, dass in Beziehungen und überhaupt Partnerschaften geht nicht nur um Ehe. Wenn du mit einer Person länger zusammen Zeit verbringst, dann gibt es 5% dieser Beziehungen streiten sich über Kleidungsfragen. 10% streiten sich über Einkäufe. Wirklich 10% in allen Beziehungen streiten sich über das Fernsehprogramm, was man guckt oder nicht guckt. 13% geht es um das Liebesleben, wie man das so lebt. Und 19% Streit kriegen man in Beziehungen. 19% aller Paare streiten sich über Kindererziehung. 22% Fahrstil des Partners. Ja, die Zahl steigt in die Höhe. 22% Verwandtenbesuche. Gibt Streit. Ja, und jetzt 29% Streit gibt es über Geld. Und 32% streiten sich darüber, dass man zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. 47% herumliegen gelassene Klamotten und schmutziges Geschirr. Die Hälfte der Beziehungen streitet sich über Klamotten und Geschirr. Tja, ich kann mir vorstellen, dass jedes Mal, wenn so ein Streit hochkommt, über so extrem wichtige Dinge, gibt es da jemanden, der sich einfach nur schlapplacht im Hintergrund. Ich glaube, der Teufel freut sich, wenn er es geschafft hat, in Beziehungen, die eigentlich von Gott erfüllt, glücklich sein könnten, so ein Streit aufkommt, der, wo eine Mücke zum Elefant auf einmal wird. Ich glaube, der Teufel lacht sich schlapp, wenn es zum Streit oder sogar zur Spaltung kommt, nicht nur in einer Ehe, dann hat er es geschafft. Als der Durcheinanderbringer, der Diabolos, auch in einer Kirche, in einer Kleingruppe, wenn es da zum Streit und dann zur Eskalation und zu einer Spaltung oder Trennung kommt, dann freut er sich, dann hat er es geschafft. Und ich glaube, dass er es nicht nur versucht, sondern in dieser Welt es auch sehr, sehr oft schafft. Und wie scheinbar wie der Sieger aussieht. Und Jesus wusste das. Jesus wusste das, dass es so kommen würde. Dass es schwierig ist, eine Beziehung zu leben, wo es immer nur glücklich ist. Jesus hat am Ende gesagt, als er sich verabschiedet hat von dieser Welt vor 2000 Jahren, ich verlasse jetzt die Welt und ich komme zu dir, Papa. Die Jünger aber blieben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind, so wie wir. Jesus sah diesen Mist, der kommen würde.
Und er hat dafür gebetet, das war eines seiner letzten Gebete, bevor er zu seinem Vater zurückgegangen ist. Und erhalte sie in der Gemeinschaft mit mir, damit sie eins sind, so wie Papa, du und ich. Und Jesus hat das gesehen. Er wusste es, dass es kommt. Und circa 10, 20 Jahre später kam es dann auch so. Die ersten Kirchen und Gemeinden haben sich gegründet. Und einer der ersten, der das aufgeschrieben hat und Briefe geschrieben hat an die Gemeinden, die wir heute noch lesen können, das ist der Paulus. Und der Paulus hat an viele, viele Gemeinden geschrieben, dass es, Leute, hört auf, euch zu spalten und zu trennen. Ganz egal, was für einen Brief du ausschlägst, immer steht das mit drin. Und es kam dann scheinbar so, dass er gesehen hat, die reißen sich die Haare, die kämpfen sich. Zum Beispiel die Korinther, das musst du zu Hause mal nachlesen, da schreibt er, ich danke euch so sehr. Ich danke Gott in jedem meiner Gebete für euch. Ihr habt alles in eurer Gemeinde. Ihr seid so reich an Erkenntnis, es fehlt keine einzige Gabe bei euch. Und dann ein paar Zeilen später sagt er, aber liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf zu streiten. Das war das Thema in den ersten Gemeinden. Und es steht in der Bibel, kurz bevor Jesus wiederkommen wird, wird eine Menge passieren auf dieser Welt, was uns nicht gefällt. Aber wie das Schlimmste überhaupt, sagt die Bibel, die Liebe wird in vielen erkalten. Und damit meint er Christen, die mit Gott leben und auf Gott angewiesen sind und ihn überall erleben und brauchen. Aber die Liebe wird erkalten. Und Jesus hat das gesehen und hat gesagt, ich bete dafür, ich bete für euch, dass ihr Beziehungen leben könnt, die von dem Geist Gottes erfüllt sind, die mit Gottes Kraft und Liebe gefüllt sind. Und danach strecke ich mich heute aus. Heute, damit die Liebe in mir und in uns, in unserer Kirche nicht erkaltet. Dass sie nicht weniger wird, sondern mehr. Es ist so, dass wegen irgendeinem Dreck, ob es das Fernsehprogramm ist oder irgendwas, irgendein Dreck, der für dein Gegenüber, für den Menschen, mit dem du eng zusammen warst, irgendwann so groß wird, so gewaltig, so sehr stinkt, dass es zu Spaltung und zu Trennung gibt. Aber wie wäre das, wenn wir heute anfangen oder weitermachen zu träumen? Dass aus diesem Mist, aus diesem, was wir sehen, was ja da ist, was ja Fakt ist, das dreckige Geschirr liegt ja da rum. Wie wäre das, wenn so ein Mist, wenn eine gute Freundin von mir sagt immer, Gott kann auch scheiße Erdbeeren machen. Oder wenn aus diesem Mist, wenn da Dünger draus werden könnte. Schau dir kurz diesen Clip an. Wie cool wäre das, wenn wir dieses, was wir jetzt vor Augen haben vielleicht, in Beziehungen, die uns wertvoll sind, wenn wir heute daran glauben, dass Gott aus diesem Mist Dünger machen kann. Und wie das gehen kann, ich möchte dich, Bettina, nach vorne bitten. Wir wollen euch mit reinnehmen, wie oder ähnlich das vielleicht sein könnte. So. So, genau. Kleidungsstücke war schon mal ein gutes Thema. Komm hier. Ich habe nämlich gerade gedacht, Center Stage. So wie du jetzt angezogen bist, kannst du unter der Woche eigentlich auch rumlaufen. Zu Hause hat er dann immer eher so die Schlabber-Sachen an. Finde ich cool. Ach so. Willst du jetzt schon direkt anfangen zu streiten? Ja, genau. Ja, können wir machen. Machen wir das mal vor, wie das so zu Hause geht. Können wir machen. Also wir haben für euch, damit aus einer Mücke kein Elefant wird, kann man sich ja schon mal vorbeugen. Und wir haben gemerkt, also nur in der Theorie, ne, haben wir das mal aufgeschrieben, was so verschiedene No-Gos eigentlich sind. Was man möglichst nicht tun sollte. Und das erste No-Go ist nicht streiten wollen. Wenn man sagt, na, ist mir zu anstrengend, eskaliert, einfach das rausschieben und runterschlucken oder sonst irgendwas. Ich habe mal gehört, das ist ähnlich wie, wenn ein Sturm aufkommt, was macht dann eine Kuh? Eine Kuh, die, wenn da so ein Sturm von hinten kommt, dann will die wegrennen. Und so eine Kuh ist ja nicht die allerschnellste, dann versucht die wegzuhoppeln und der Sturm zieht mit. Und so ist diese Kuh längst möglich in diesem Sturm drin. Und
Ein Büffel habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe das gehört. Ein Büffel macht das genau andersrum. Wenn so ein Viech so einen Sturm hinter sich aufkommen sieht, der dreht sich rum und läuft volles Rohr da durch und ist kürzeste Zeit nur im Sturm gewesen. Das wäre natürlich das Perfekte, wenn man so einen Sturm so angehen könnte und möglichst schnell da durch wäre. Ne? Was gibt es da deiner Meinung nach für Ideen, Lösungsmöglichkeiten? Willst du mich mit dem Beispiel als Kuh bezeichnen? Eine dumme Kuh, ja. Weil genau das ist nämlich mein Problem. Wie könnte man jetzt... Deswegen bin ich wahrscheinlich so ausdauerfähig, weil ich immer voll drin bleibe. Ich mag es nicht zu streiten. Und ich scheue mich total davor. Und ich habe es auch irgendwie nicht anders gelernt, weil ich habe meine Eltern nie streiten gesehen, aber das geht ja, oder gehört, das geht ja nicht. Also jeder Mensch weiß, dass es immer irgendwelche Punkte gibt. Und daraus habe ich gelernt, mich zurückzuziehen und Dinge für mich zu behalten und zu denken, naja, das wird schon wieder. Das kriegen wir irgendwie schon hin, ist ja eh nur eine Kleinigkeit, habt ihr ja gelesen. Das sind ja alles nur Dinge, die sind ja eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann spricht man es nicht an und dann behält man es für sich und es staut sich auf. Und deswegen habe ich gelernt oder haben wir gelernt, verstärkt in den letzten anderthalb Jahren, nachdem wir schon 25 Jahre verheiratet waren, uns Raum zu schaffen, wo wir solche Dinge ansprechen können. Und das ist so ein Tipp, einfach sich eine Konfliktkultur zu schaffen. Und ich denke, das ist für uns alle extrem wichtig, nicht nur, wenn wir in einer Partnerschaft leben, sondern auch so mit, was weiß ich, du lebst vielleicht in der WG, du hast Arbeitskollegen und du merkst, es kommt immer mal wieder zu so Dingen, wo dir was aufstößt und du magst es nicht ansprechen und du ziehst dich zurück. Versuch für dich selber, eine Konfliktkultur zu schaffen, wie du damit umgehen kannst, wie du doch Dinge ansprechen kannst. Wie haben wir das denn dann hingekriegt? Wie machen wir das? Ja, dir war das immer sehr wichtig, dass wir dann nicht zu Hause am Küchentisch oder auf dem Sofa, sondern du wolltest immer weggehen, ne? Irgendwo im Restaurant oder so, wahrscheinlich damit man nicht so laut rumbrüllt. Ne? Ja, genau, das ist sicherer. Nein, wir haben tatsächlich gemerkt, uns hilft das, das nicht zu Hause zu machen. In dem normalen, gewohnten Umfeld, wo man sich vielleicht dann hängen lässt oder vielleicht sogar hinreißen lässt, irgendwie doch Dinge zu sagen, weil es hört ja eh keiner, oder Dinge zu machen, wo es keiner mitbekommt. Dass wir gesagt haben, hey, wird mal wieder Zeit, Dinge anzusprechen, lass uns mal treffen. Wir gehen da und dahin, machen es uns noch schön dabei, damit es nicht ganz so heftig wird. Und haben dann ganz bewusst Dinge angesprochen. Genau, wäre ein Tipp, vielleicht wirklich sich bewusst Zeit zu nehmen und das vielleicht auch außerhalb zu machen von den normalen Gewohnheiten. Oder wenn es jetzt darum geht, dass man sich jetzt nicht so treffen kann, dass man sich einfach abspricht und dem anderen auch den Raum gibt, Dinge auszusprechen. Wie so eine, ich gebe dir eine Minute Redezeit und sag erstmal nichts. Und hör mir an, was du empfindest. Und dann darf ich meine Minute Redezeit machen. Wäre auch so eine Idee. Mhm. Hast du noch eine Idee? Ja, viele Ideen, die stehen ja da oben. Kann man einfach nachlesen. Ich glaube, sonst sitzen wir heute Abend noch. Genau. Ja, das zweite No-Go ist gewinnen wollen. Weil ich habe ja auf jeden Fall recht und ich will gewinnen am Ende von dieser Diskussion. Und da habe ich einen Satz in Galater gelesen, den hat auch der Paulus gesagt. Denn wer dies eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die wilden Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Soll vorkommen. Wie kann man das denn machen, Bettina, wenn ich denke, ich bin im Recht, aber trotzdem nicht unbedingt gewinnen? Ich glaube, das ist so eine total grundsätzliche Einstellung, mit der ich durchs Leben gehe. Ob es mir immer darum geht, dass das, was ich denke, was ich empfinde, richtig ist oder dass es mir gut geht. Und das ist so eine Haltung, die ich, glaube ich, einfach lernen darf, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Es geht um viel, viel mehr als um das, was ich jetzt gerade denke, um das, was ich empfinde, um das, wo ich denke, wo ich im Recht bin. Und das ist auch wieder so eine Grundhaltung, die ich in allen menschlichen Beziehungen einfach leben darf.
dass ich mich auch zurücknehme. Und für mich, gerade in der Partnerschaft, geht's einfach nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht darum, dass wir uns eins sind, dass wir eine Einheit bilden. Und ich will doch meine Ehe nicht gewinnen. Was ist denn das? Oder meine Beziehung, ich will die doch nicht gewinnen. Sondern es geht ja um was ganz anderes. Wir wollen ja ein gemeinsames Leben führen, in dem wir uns bereichern. Und genauso auch mit meinen anderen Beziehungen. Ich will ja nicht in dieser Beziehung gewinnen. Und das ist so eine Grundeinstellung, wo ich mich immer wieder selber daran erinnern muss, auch gerade da eben, wo es mir stinkt und wo ich denke, scheiße, ich hab da keinen Bock drauf. Und ich fühle mich wirklich ungerecht behandelt. Also ich meine, manchmal ist es ja offensichtlich, dass es nicht in Ordnung ist. Und das sind ja Dinge, die man auch nicht einfach so stehen lassen darf, die angesprochen werden müssen. Und trotzdem ist es die Frage, wie gehe ich daran? Ist mein Ziel, dass wir diesen Konflikt hinkriegen? Oder ist mein Ziel, dass ich vielleicht sogar dem anderen helfe, weil ich sehe, da ist irgendwas nicht in Ordnung? Oder was ich mir von Jörg wünsche, wenn bei mir was nicht in Ordnung ist, dann wünsche ich mir, dass er mir dabei hilft, dass wir das hinkriegen. Und nicht, dass er gewinnt oder dass ich gewinne. Und das ist so eine grundsätzliche Haltung. Von dir habe ich dazu gelernt, das hast du immer gesagt, umarme die Idee des anderen. Ja, genau. Krass. Das versuche ich immer wieder, wenn wir uns austauschen, Jörg mit irgendwas kommt und ich direkt so denke, ach du meine Güte, es geht ja gar nicht. Oder was hat er jetzt schon wieder für ein Problem, dass ich innehalte und erstmal für einen kleinen Augenblick versuche, diese Idee oder dieses Problem oder dieses, womit er dann jetzt gerade zu mir kommt, zu umarmen. Und einfach zu sagen, hey, jetzt hörst du dir mal an. Und nicht nur, ja, hörst du dir mal an, sondern hörst dir wirklich mal an und interessiere dich dafür. Und das kriegen wir immer mehr hin, ne? So, wir versuchen es, ne? Wir haben ja noch ein paar Jahre. Ja, hoffentlich. Ich habe noch ein No-Go. Das sind nämlich Du-Botschaften. Vorhin haben wir Manu und ich, einen Applaus mal an Manu, um den Bildtechniker. Der hat meine Texte hier bekommen und da sagt er, ey, da ist aber ein Schreibfehler, Jörg. Du-Botschaft. Das heißt nicht Du-Botschaft. Doch, Du-Botschaften. Wie Du-Botschaft? Du-Botschaft. Verstehe ich. Ich erzähle erstmal einen Bibelvers dazu. Denn, vielleicht besser. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, nee, Quatsch, das war der falsche. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Und unsere Selbstsucht ist, dass meine Selbstsucht ist, dass du dich bitte veränderst. Und das duldet der Geist Gottes nicht. Beide kämpfen gegeneinander. Also meine Selbstsucht und der Geist Gottes. Sodass ihr das Gute, nämlich meinen Nächsten zu lieben, nicht hinkriegen. Das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Also diese Selbstsucht, du sollst dich verändern. Also mir ist das wirklich aufgefallen, dass ich früher so Konflikte angegangen bin. Wenn mir das nicht passt, dann habe ich sehr oft gesagt, du lässt deine Wäsche überall liegen. Oder du stinkst. Oder du bist immer... Das sage ich eigentlich immer. Ja, ich rede für dich gerade. Du bist immer so abweisend, du bist immer gegen mich. Oder du räumst dein Zeug, habe ich zu meinem Kind, einem meiner Kinder, wirklich diese Woche noch gesagt. Du hast wieder alles nicht aufgeräumt. Nachher kommt Mama nach Hause und dein Zeug liegt ja nicht in der Spülmaschine. Und das sind so Du-Botschaften. Jetzt du. Was kann man besser machen? Die gehen gar nicht. Was kann ich denn anders machen? Genau. Die kommen immer so schnell raus, aber ich glaube, das haben wir schon alle so oft gehört, dass die einfach oft wie, die kommen raus und der andere hat eine Blockade oder da brauchst du gar nichts mehr sagen. Und eigentlich sollten wir es wissen, dass wir viel besser und anders kommunizieren können, indem wir Ich-Botschaften bringen, indem wir sagen, ich empfinde das so, oder es stört mich und dadurch eine ganz andere Botschaft rüberbringen. Zum Beispiel, wie wäre das, wenn wir in der Kleingruppe ist so eine Person, die kommt ständig zu spät. Und das nervt dich richtig, weil du denkst, Mann, alle anderen warten und alle anderen müssen, verschenken jetzt ihre Zeit. Und irgendwie ist es immer wieder das Thema. Und du könntest jetzt zu dieser Person hingehen und sagen, du kommst immer zu spät, das nervt mich, kannst du das bitte ändern?
Ich glaube, das wäre nicht so effektiv. Ich glaube, es wäre viel, viel schöner, wenn du sagen würdest, mir ist aufgefallen, dass du die letzten Wochen immer zu spät kommst. Wie kannst du dann vielleicht ins Gespräch kommen? Vielleicht hat es sogar bestimmte Gründe, warum diese Person gerade in den letzten Wochen immer zu spät gekommen ist. Und man eröffnet dadurch eine ganz andere Kommunikation. Und ich glaube, das geht ist einfach in vielen Bereichen so, dass man mit diesen Ich-Botschaften, ich nehme das so wahr oder ich nehme dich so wahr, was denkst du darüber, können wir darüber reden, mich stört das. Und das hilft, ich komme nochmal auf unseren Punkt zurück, dass nicht eine Mücke zum Elefanten wird. Ne? Ja. Ja, ich habe noch ein anderes No-Go, das ist, komm ruhig näher. Du bist vorhin auch näher gekommen. Das ist nämlich laut werden. Ist dir sicher auch schon mal aufgefallen, wenn man so ist, ja nur bei anderen, wenn die sich anbrüllen, wenn die irgendwo sind, man hört das schon von Weitem. Also laut werden oder übertreiben. Übertreiben an Heftigkeit oder an Biss. Mhm. Und ich frage einfach mal, wer kennt das? Wer hat schon mal etwas jemandem gesagt und man merkt direkt, oh, das würde ich am liebsten gern zurückholen. Mhm. Das war zu heftig. Er geht nicht, ist schon raus. Mhm. Und wer hat schon mal gemerkt, dass dadurch wie der andere sich wie total verletzt fühlt? Wie wenn du ihn gestochen hättest. Mhm. Das kennt sicher jeder. Und in der Bibel steht so viel darüber. Mit deinen Worten verletzt du andere wie mit einem scharfen Messer. Oder überlege deine Worte und dir bleibt viel, viel Ärger erspart. Und ich rede aus eigener Erfahrung. Man hat mir mal gesagt, ist schon Jahre her, aber irgendwann war das mal, Jörg, deine Worte, die haben mich sehr verletzt. Habe ich natürlich selber nicht wahrgenommen, aber diese Person fühlte sich sehr verletzt, wie wenn ich sie gestochen hätte mit dem Messer. Und das will ich natürlich selber nicht, aber wie kann ich das lernen? Was gibt es da für Ideen? Mhm. Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Und ich merke, also laut werden wir eigentlich selten. Das finde ich eigentlich schön. Aber wir werden, glaube ich, heftig in unserer Ausdrucksweise. Also so zumindest hart. Zumindest ich. Ja. Nein, ich kann das auch. Und ich weiß nicht, ob das weniger schlimm ist, weil, wie Jörg das gerade gesagt hat, je nachdem, wie hart du auch Worte sagst, können die wirklich verletzen. Und ich finde das so krass, weil man sie ja nicht zurückholen kann. Und ich habe mir so vorgenommen, natürlich ist es auch, ich will nicht verkrampft werden und jedes Wort auf die Goldwaage legen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, Orte zu haben, wo man einfach auch mal frei sagen kann, was man gerade denkt und was man empfindet. Und ich glaube, dafür braucht man auch Beziehungen, wo das mal möglich ist. Aber ich glaube, ja, dass wir so bewusster einfach in so Gespräche, gerade wenn wir wissen, es sind Konfliktgespräche, reingehen, dass wir kurz wie so innehalten und dass wir Jesus fragen und ihn mit hineinnehmen und deswegen uns dessen vor allem bewusst sind. Ich glaube, wir müssen uns vor allem immer wieder bewusst werden, was unsere Worte auslösen können und damit einfach ja, achtsam umgehen. Und wenn man in einer Beziehung lebt, auch schon länger mit Menschen, dann weiß man ja auch und spürt so ein bisschen, was da kann ich dort loswerden und was nicht. Wo sind welche Worte angebracht und wo eben nicht. Ja, und wir reden von ganz normalen alltäglichen Situationen. Bei mir zum Beispiel, ich bin öfter mal mit meinem Leitungsteam in der Kirche zusammen und auch dort, man kann sich auch dort verletzen mit Worten. Nur mit Worten, mit Händen machen wir das nicht. Aber ich habe zum Beispiel dann meinem Freund Steffen die Erlaubnis gegeben, hey, du darfst bitte, bitte, gib mir Feedback. Gib mir Feedback. Wenn dir irgendwas auffällt, wo ich mit meinen Worten jemanden erstochen habe, sag's mir. Und möglichst sofort, nicht am nächsten Tag, sondern direkt am besten. Wenn du damit zu kämpfen hast und noch dazulernen möchtest, gib einer Person die Erlaubnis, dir dabei zu helfen, dich weiterzuentwickeln. Ja. Und immer auch eben die Sache vor Augen zu haben und nicht die Person. Das hilft einem auch, die Worte anders zu sehen. Es geht nicht darum, dich anzugreifen, sondern es geht darum, die Sache anzugreifen, diesen Konflikt oder diesen Punkt, den wir da gerade haben. Das letzte No-Go, du hast es gerade schon kurz angesprochen, ist ohne Gott streiten.
ohne Gott zu streiten, ist richtig daneben. Und bei mir ist das so, das weiß ich zwar, aber wie geht das ganz praktisch? Denn das kennst du sicher auch. Hast du auch manchmal so verschiedene Stimmen im Kopf? Verschiedene Stimmen im Kopf, dass du das nicht auseinanderhalten kannst? Ist das jetzt der Teufel oder ist das Gott? Jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Gott streiten will, dann höre ich oft eine Stimme, die aber gar nicht von Gott ist, die aber trotzdem so laut ist, die eigentlich eher so teuflisch verführerisch ist. Jörg, egal was du in diesem Konflikt jetzt machst, du weißt ja, dass du in dieser Sache wirklich im Recht bist. Deshalb hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du hast jetzt echt das Recht, jetzt beleidigt dich zu sein. Zieh dich zurück. Die Zeit heilt die Wunden. Sprich nicht mit ihr darüber. Okay, das war deutlich. Und mit Gott streiten, so eine ganz leise Stimme, manchmal ist Gottes Stimme leiser. Wie könnte sich die anhören? Jörg, komm einen Moment zu mir. Hör mir erstmal zu, was ich dir sagen möchte. Danach kann ich dir Verständnis, Nachsicht und Güte schenken. Und dann kannst du in diesem Streit wie Jesus sein. Stark wie ein Büffel und sanftmütig wie ein Reh. Das würde ich gerne immer hinkriegen, Gottes Stimme deutlicher verstehen und das dann auch schaffen umzusetzen. Wie cool wäre das? Ja, wie cool wäre das, wenn wir das immer hinkriegen. Aber dafür sind wir Menschen und machen immer wieder Fehler. Aber das Schöne ist, dass wir immer wieder es neu angreifen dürfen und immer wieder uns bewusst machen können, ja genau, ich will zu jeder Zeit, nicht nur im Streit, fragen, was würde Jesus denn jetzt tun? Und das ist für mich immer wieder so ein Punkt, den ich mir ja wirklich ganz oft in Erinnerung rufe. Nicht nur, wenn wir in Konflikten sind, sondern auch so, wenn ich durchs Leben gehe, wenn ich mit anderen Menschen in Berührung komme. Was würde Jesus jetzt machen? Das ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und wie hat er das gelebt? Wie hat Jesus seine Beziehungen gelebt? Das ist so ein Vorbild für mich, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Er ist so weise mit seinen Worten umgegangen. Er hat zu jeder Zeit das Richtige gesagt. Er ist liebevoll, barmherzig und geduldig mit den Menschen umgegangen, mit denen er zusammen war. Und das ist für mich, ja, vielleicht denkt ihr oft so ein unerreichbares Vorbild. Aber wenn ich so jemanden als Vorbild habe, dann kann ich kleine Schritte gehen und mir etwas immer wieder jeden Tag abschauen von dem, wie Jesus ja seine Beziehung gelebt hat. Und in den Momenten, wo ich so aus der Haut fahren will, das gelingt mir nicht immer, aber immer öfter, wirklich kurz anzuhalten und wie so innerlich zu zählen. 1, 2, 3. Das habe ich mit meinen Kindern auch immer gemacht früher, wenn die mich echt an den Rand gebracht haben. Und wer Kinder hat, der weiß, dass das nur Kinder das tun können. Einen wirklich so an die Grenze bringen, dass man sich nicht mehr wiedererkennt. Das ist unglaublich. Das hätte ich früher nie gedacht, wirklich nie gedacht. Und in diesen Momenten, wo ich am liebsten sie wirklich geschlagen hätte, das hört sich schlimm an, aber ich glaube, jede Mutter kennt dieses Gefühl, weil man nicht mehr anders weiß, wo man hin soll mit diesen Gefühlen. Da bin ich zurückgetreten oder bin manchmal aus dem Zimmer raus. Ich gedacht habe, ich will nicht, dass es eskaliert. Und habe gebetet und habe gezählt, vielleicht manchmal auch bis 10 oder bis 20 oder wie lange es brauchte. Und habe gebetet, Jesus, komm du jetzt hier rein. Ich will, dass du meine Gefühle bestimmst. Und ich möchte so reagieren, wie du jetzt reagieren würdest. Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, in solchen Momenten wirklich zurückzutreten. Und nicht zu sagen, ja, jetzt hau ich drauf oder ich will, dass es so passiert. Und es ist sau schwer manchmal. Aber wir können es trainieren und immer wieder uns daran erinnern.
ich möchte so sein wie Jesus. Und Jesus, was würdest du jetzt tun? Und das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr lernen in all unseren Beziehungen, in denen wir leben. Dass wir so miteinander umgehen, dass wir uns wertschätzen, dass wir Respekt füreinander haben, dass es uns um die Sache geht, und also eigentlich um die Person geht, aber dass wir, wenn wir im Konflikt sind, dass wir eben nicht die Person angreifen, sondern sehen, hey, das ist etwas, was wir klären können. Lass uns zusammensitzen und darüber reden. Das letzte No-Go, ohne Gott kämpfen im Streit. Ich brauche Gott dazu. Mhm. In der Bibel steht, denn der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das möchte ich immer mehr erleben. In all meinen Beziehungen. Da beten wir für. Ja. Wer das auch möchte, bitte Gott darum. Er wird diese Früchte in deinem Leben, in deinen Beziehungen immer mehr rauskommen lassen. Ja, vielleicht magst du dazu aufstehen und auch für dich ganz bewusst eine Entscheidung treffen, zu sagen, ja, ich möchte in meinen Beziehungen viel mehr so leben, wie Jesus das getan hat. Jesus, ich danke dir, dass du uns so ein geniales Vorbild bist. Ich danke dir, dass du die Liebe in Person bist. Und ich weiß, das ist der große Unterschied zwischen dir und mir. Du bist die Liebe in Person und ich habe nur Liebe. Aber ich kann immer mehr von dieser Liebe aufnehmen, wenn ich mit dir verbunden bin. Jesus, und ich möchte mich heute wieder entscheiden dafür, mich anzudocken an deiner Liebe, die ich brauche für all meine Beziehungen. Und ich danke dir, dass du mir diese Liebe geben wirst, dass ich zurücktreten kann von dem, was ich möchte und den anderen höher achte als mich selber. Dass ich in Konflikte mit einem ganz anderen Blick hineintreten kann. Und das heißt nicht, mir alles gefallen zu lassen. Und das heißt nicht, immer den unteren Weg zu gehen und demütig einfach alles zu tragen. Sondern das heißt, in Liebe Dinge zu klären und die Unterschiedlichkeiten einfach auch wertzuschätzen. Gott, und ich bete, dass du uns da auch mutig machst, wo wir vielleicht zu sehr Dinge auf uns nehmen und Angst haben, in diesen Konflikt hineinzugehen. Gott, da bete ich, dass du uns den Mut gibst, die Dinge anzusprechen in Liebe. Gott, ich bete und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die dich widerspiegelt. Und nicht nur in Worten, sondern wirklich in Taten. Und dass die Welt erkennt, dich erkennt durch uns, wie wir miteinander umgehen. Ja. Und ich möchte dir auch die Gelegenheit geben, vielleicht hast du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen und du fühlst dich jetzt aber sehr angesprochen und hast einen Funken Hoffnung bekommen, dass Jesus dein Leben so viel mehr nach seinem Plan göttlich glücklich machen kann, dann lad diesen Jesus in dein Leben ein. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und Jesus ist nur gut. Er will nur Gutes in dir hervorbringen. Angefangen mit Liebe, Geduld und Freundlichkeit. Dann lad ihn doch jetzt ein. Ich bete dir ein Gebet vor, was du sinngemäß mitbeten kannst.
Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Dass du auferstanden bist. Und dass auch ich ein neues Leben anfangen kann. Dass auch ich ein neues Leben anfangen kann. Vergib mir, dass ich bisher mein Leben mit meiner eigenen Kraft gelebt habe. Vergib mir, dass ich mein Leben mit meiner eigenen Kraft gelebt habe. Jesus, ich bitte dich, komm du ab heute in mein Leben. Komm du ab heute in mein Leben. Und fang damit an, mir zu helfen in meinen Beziehungen. Mir zu helfen in meinen Beziehungen. Bitte vergib mir, wo ich gehässig war. Und mach aus diesem Mist Dünger in meinem Leben. Öffne mir die Augen, öffne meine Ohren für das, wie du dich verhalten würdest. Mach aus diesem Mist Dünger in diesen Beziehungen. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Rede zu mir, hilf mir. Danke. Amen. 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 Ja, schön, dass wir alle schon stehen. So können wir direkt einstimmen in unseren Worship. Danke, liebe Band.